Der heutige zugegeben für mich schwierige Text der Losungen steht im 5. Buch Moses, Kapitel 11, Vers 26 bis 28. Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet, den Geboten des Herrn, eures Gottes. Der dazugehörige Lehrtext steht im Paulusbrief an die Kolosser, Kapitel 3, Vers 24 und 25. Dienet dem Herrn Christus, denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Und es gibt kein Ansehen der Person. Ich bin mir sicher, dass beide Texte nahe am dazumal Gesagten sind. Wenn ich aber bei beiden etwas vorher und nachher lese, werde ich den Verdacht nicht los, dass beide Schreiber der damaligen Zeit einen Kompromiss mit den jeweils herrschenden Klasspolitik eingegangen sind, um die vorherrschenden Gesellschaftsnormen zu sichern. Nichtsdestotrotz verlieren beide Texte für mich nichts an ihrer Bedeutung, wenn man sie auf das Ganze von Gottes Schöpfung anwendet. Denn schließlich sind auch Naturgesetze oder eben Gebote Gesetze. Und dazu gehört auch der Umgang unter uns Menschen. Die Schöpfung ist ein sehr komplizierter Organismus. Über 200 Umweltparameter müssen allein im Umfeld der Erde übereinstimmen, damit unsere Spezies überleben kann. Umso einfacher wäre das Gebot, das uns ein Zusammenleben untereinander mit der Schöpfung ermöglicht. Es ist das Liebesgebot. Also, wenn wir richtig mit Gottes Schöpfung inklusive Mitmenschen umgehen, ist das liebevoll, demütig, zurückhaltend, umsichtig und aufopfernd. Gott, dem Nächsten und dir selber gegenüber. Ja, ich weiß, die anderen machen's nicht. Aber versucht's. Und schaut mal, wie die anderen darauf reagieren. Ist sicher interessant. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und bleiben Sie gesund.